festen Boden unter den Füßen zu haben, das ist ja ein Sinnbild für Sicherheit. Wer mit beiden Beinen auf der Erde steht, den haut nichts um. Umso schlimmer, wenn der feste Boden anfängt zu wackeln, wenn die Erde bebt. So wie heute Nacht bei uns in Hessen, westlich von Frankfurt, lag das Zentrum. Es war zwar nur ein schwaches Beben, das auch nur in einem kleinen Umkreis zu spüren war, aber für die, die es mitbekommen haben, hat es gereicht, um das Urvertrauen in Mutter Erde zu erschüttern. 2.42 Uhr heute früh. Nicole Abraham in Bad Soden wird aus dem Schlaf gerissen, denkt, sie träumt noch. Es war ein ganz komisches Gefühl. Ich habe nur gemerkt, dass so eine Art Druckwelle durchs Schlafzimmer gewabert ist. Es kam hier durch die Wand durch. Die Schränke haben vibriert und das Bett hat natürlich auch ein bisschen gewackelt. Das Epizentrum des Bebens lag zwischen Kriftel, Kelsterbach und Raunheim. Das Beben hatte eine Stärke von 3,4 auf der Richterskala, dauerte 5 Sekunden und war im 20 Kilometer Umkreis zu spüren. Der Morgen danach. Im Epizentrum haben die Erdstöße viele erschreckt. Ich hatte das Gefühl, das Haus wird irgendwie von der großen Faust gepackt und hin und her gerüttelt. Das war ganz kurz, also Zeit kann ich es nicht sagen, aber es war also unheimlich. Das war ein Gefühl wie ein Donner, aber dann habe ich gedacht, es kann kein Donner sein, irgendwas war es und dann hat es auch so irgendwie geschaukelt. Ich habe dann halt auch auf dem Balkon dann gehört, weil ich gedacht, irgendwas muss es ja gewesen sein, ja, irgendeine Explosion, sonst irgendwas, wenn man so nah am Flughafen ist, schließt man sowas ja nicht ganz aus. Bei der Polizei in Hofheim stand das Telefon heute Nacht nicht still. Allein hier meldeten mehr als 50 Bürger Erschütterungen. Die Leute waren natürlich sehr besorgt und wollten wissen, weiß die Polizei irgendetwas, wollten natürlich eine Erfahrung bringen, was war denn hier überhaupt los. Ja, wir konnten dann die Anrufe beruhigen und sagen, dass es also zu einem geringeren Erdbeben gekommen ist, aber es keinerlei schädigende Auswirkungen hatte. Leichte Erdstöße gibt es öfter mal in Hessen, weiß Matthias Kracht, Experte im Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie. Die Erde bebt 15 bis 20 Mal in Hessen, wobei das 1 bis 3 Mal im Jahr spürbar ist, für die Menschen spürbar. Allerdings, wenn es in einem dicht besiedelten Gebiet stattfindet, dann ist eine größere Hysterie oder eine größere Wahrnehmung der ganzen Geschichte, als wenn es im Hintertaunus stattfindet. Ein Grund für die Häufung ist die Lage am Oberrheingraben zwischen Frankfurt und Basel. Die Erdkruste steht hier besonders stark unter Spannung, die sich immer wieder in Erdstößen entlädt. Größere Schäden gab es zuletzt vor 140 Jahren. Ein mittelstarkes Beben in Rheinland-Pfalz sorgte 1982 auch in Hessen für Aufregung. Es hatte eine Stärke von immerhin 4,7 auf der Richterskala. Vergangene Nacht hat auch der Tower auf dem Frankfurter Flughafen gewackelt, ohne Folgen. Gebäude sind erdbebensicher gebaut. Also insofern auch ein mittleres Erdbeben kann normalerweise dem Gebäude nichts anhaben. Es kann natürlich immer mal sein, dass irgendwelche Systeme ausfallen dadurch. Aber in diesem Fall ist das nicht passiert und ich glaube auch nicht, dass das bei uns so schnell passieren wird. Und noch eine gute Nachricht. Laut Polizei gab es keine Verletzten. Auch Gebäudeschäden wurden nicht gemeldet. Aber Nachbeben sind in den kommenden Tagen möglich.